Hallihallo meine Freunde und willkommen zu dem lang erwarteten Community Spleef Event der tierisch guten Let's Plays auf diesem Community Server. Ja, also, ich möchte jetzt nur ein paar kleine Sachen loswerden. Das sind 5 bis 6 Punkte, die ich auf meiner Liste stehen habe. Und dort unten sieht man auch die Hamster rumturnen, die mit Wasser gefallen ist. Okay, es geht darum. Ich möchte euch jetzt erklären, wie ihr euch bewerben könnt und wie das Ganze ablaufen wird. Zumindest erstmal teilweise, weil wir haben es noch nicht ganz durchgeplant. So, also, bewerben könnt ihr euch hierzu über den YouTube. Also, ihr schreibt entweder mich an oder den Reptil-Let's Plays, jetzt hier oben eingeblendet, der Name. Dann entweder über die Red Hamster, jetzt auch oben eingeblendet, du hast was kaputt gemacht. Hä? Oh. Oder über den Megamax, jetzt oben eingeblendet. So. Ja, über diese 4 Leute könnt ihr euch bewerben oder einfach über den tierisch guten Let's Plays Channel, aber ich glaube mal, das werden wir nicht machen. Also einfach über Rubber Ducky AP, also mich, Reptil Let's Plays, Red Hamster oder Megamax. So, da einfach mal anschreiben, eine Bewerbung, dass ihr dabei sein möchtet, ganze Zeug und euren Minecraft-Namen. So, dafür haben wir nämlich gleich die Überleitung, und zwar ist Pflicht für dieses Event daran teilzunehmen, dass ihr original Minecraft-Account habt. Nichts Gecracktes, nichts Gehacktes. Der darf nicht gehackt auf irgendeine Art sein, zum Beispiel, dass man fliegen kann oder Hamster mal Headbang. Oder Doppelsprung oder keine Ahnung, sonstiges. So eine Sachen halt nicht. Sobald ich das mitbekomme, dass jemand einen gehackten Account hat, wird der sofort gebannt. Da habe ich keine Lust drauf. So. Ja, da haben wir auch direkt den Bann und dann macht die Red Hamster jetzt weiter. Ja, also, wenn ihr gegen die Regeln verstoßt, das heißt, wenn ihr außerhalb der Spleef-Arena unterwegs seid und mal schön unsere Gebäude creepen wollt, dann werdet ihr beim ersten Verstoß erstmal gekickt und beim zweiten Verstoß gleich mal gebannt. Also nicht empfehlenswert. Kinas. Genau so ist es. Und wie man jetzt hier unten sieht, ich halte die ganze Zeit auf diesen komischen Steintempel drauf. Vielleicht hat sich eine oder andere gefragt, ja, was ist denn das jetzt? Also, das ist der Eingang in die Spleef Arena für die Zuschauer. Für die Teilnehmer, also es gibt ja keine Zuschauer. Für die Teilnehmer ist der Eingang dort hinten, dieses kleine Häuschen. Das werde ich aber nochmal anders machen, das werde ich noch umbauen. Also, das gefällt mir so noch gar nicht. Ich kann ja mal kurz hinfliegen. Ich hoffe, er macht's mit. Okay, cool. Lackt jetzt gerade ein bisschen, weil ich auf extreme Sichtweite habe, aber gut. Neben dem Haus Reptil Let's Plays, jetzt kommen wir neben dem Restaurant, da geht man dann hier rein. Ich gehe jetzt nicht ganz rein und dann halt dort runter. Da hat man noch Kuchen, falls man Hunger unterwegs kriegt. Und ja. Einfach in das Loch reinspringen, euch wird schon nichts passieren. Oder vielleicht doch. Jetzt kommst du dann heraus. Bin eingesperrt. Okay, so, ja. Ich erzähle noch kurz, wer das Ganze leiten wird. Leiten im Großen und Ganzen tue ich das. Bin auch der Hauptmoderator und der ganze Manager dieses ganzen Events. Auch von dem Server ist halt, den leite ich eben. Dann haben wir als Co-Moderator den Reptil Let's Plays. Als erste Sicherheitskraft haben wir die Red Hamster. Und als zweite Sicherheitskraft haben wir den Megamax. So. Das war jetzt dieser Punkt, sonst haben wir jetzt glaube ich nichts mehr auf meiner Liste stehen, also hier steht nichts mehr. Haben wir jetzt alles abgerattert. Hamster, möchtest du noch etwas sagen? Ich freue mich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, weil wir haben da echt lange dran gearbeitet an diesem ganzen Ding. Wir haben uns eine Menge Mühe gegeben bei dieser Arena, auch wenn sie nicht sonderlich groß ist, aber sie ist wirklich schön. Also ich kann mal kurz meine erste Spleef Arena zeigen, das ist, ein Kackhaufen? Ja, ein hässlicher Kackhaufen sogar. Das ist meine erste Spleef Arena. Das ist Burg Sandstein, habe ich sie liebevoll getauft. Die ist auch nichts Besonderes. Oh, das lackt, ey. Sag mal, was ist denn los? Ja, so sieht das Ganze aus. Ich ziehe mal die Sichtweite runter. So. Und nun ja. Also, das Spielfeld ist ungefähr so groß, sage ich mal. So viel kann ich schon sagen. Nur aus was es besteht, kann man ja aus vielen verschiedenen Sachen machen, die ich jetzt nicht sagen werde. Ich hoffe, ihr bewerbt euch dafür. Ihr könnt euch, wie gesagt, über mich, Reptil Let's Plays, Red Hamster oder den Megamax bewerben.
Und zum Notfall könnt ihr euch auch angeln lassen. könnt ihr euch auch über die Catcarrow 27, über den Hummingbird 96, über die Buzz Lollipop LP, über das Bombentörtchen, also über das ganze Team, über 8 Leute könnt ihr euch bewerben. Das wird dann alles an mich weitergeleitet, das ist kein Problem, das werde ich den anderen auch sagen. Und dann haben wir jetzt auch dieses Infovideo fertig. Ich laber mir gerade hier den Hals kaputt. Ich bin heute schon ein bisschen heiser. So, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ach halt, den TS-Channel habe ich nicht erwähnt, oder? Ich glaube nicht. Ja, ha 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 ha. Ta ta ta. Ja, das Wichtigste habe ich ganz vergessen. Es läuft alles über einen TS-Channel, also über Teamspeak 3 läuft das. Ihr müsst Teamspeak 3 runtergeladen haben und auch drauf sein. Und zwar müsst ihr euren Namen da so eingeben, wie es jetzt oben eingeblendet wird. Also zuerst euren Nickname, wie auch immer der ist. Bei mir war es zum Beispiel Rubberducky LP. Danach euren richtigen Namen nach einem Querstrich, also Slash. Das wäre mein Fall, Patrick. So, und in deinem Fall, Hamster, wäre das was? Ich hab nicht zugehört. Ich sagte, in meinem Falle wäre es Patrick und in deinem Falle wäre es was? Hamster? Scheiße, ich dachte, du sagst den richtigen Namen. Ach, das ist was wert. Okay, dann sehen wir uns beim Event. Bis dann, euer Rubberducky LP und... What the hell is that? Tschüss!